Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Wildkräuter-Video hier auf diesem Kanal. Kürzlich hatte ich den ersten Teil von essbare Wildkräuter und Baumblätter im Frühjahr hochgeladen. Heute folgt für euch Teil 2. Und hier auch nochmal der Hinweis, ihr findet alle in diesem Video gezeigten Wildkräuter und Baumblätter auch in meinem E-Book Gesund Grün Essen. Darin befindet sich ein großer, ausführlicher Wildkräuteranteil. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit den verschiedenen Wildkräutern und Baumblättern. Los geht's! Das hier ist ein Zweig eines Apfelbaums. Ihr könnt auch die Blätter von Apfelbäumen im Frühjahr essen. Birnenblätter sind auch im Frühjahr essbar. Junge Birkenblätter. Hier seht ihr einige Exemplare des Frauenmantel. Für ungeübte Augen mag es vielleicht auf den ersten Blick wie ein kriechendes Fingerkraut aussehen. Die Blätter des Frauenmantels sind rundlich bis fast geschlossen bis nierenförmig und diese Blätter bestehen aus 7 bis 11 Lappen. Am Rand sind die Blätter gesägt bis gezahnt. Der Frauenmantel schmeckt mild bis Kohlrabi-ähnlich. Das ist eine sehr bekannte Wildpflanze, die wahrscheinlich auch fast jeder identifizieren kann. Das hier ist der Löwenzahn mit markanten Blättern und markanten Blüten. Die Blätter des Löwenzahns wachsen in Rosettenform aus dem Boden. Daraus wächst ein hohler, runder Stängel, auf dem dann später eine leuchtend gelbe Löwenzahnblüte sprießt. Der Löwenzahn schmeckt bitter. Je älter die Blätter, umso bitterer schmeckt der Löwenzahn. Diese Wildpflanze kennt wohl fast jeder, das ist das Gänseblümchen. Auch das Gänseblümchen ist essbar, es schmeckt leicht nussig, die älteren Gänseblümchen leicht bitter. Hier am Boden kann man auch schön erkennen, die Blätter als Blattrosette, die dann so einen Blütenstängel hervorbringen. Die Gänseblümchen eignen sich sehr gut als essbare Deko für Salate, Suppen oder andere Speisen oder können einfach in der Natur pur genossen werden. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so gut erkennen kann. Hier steht Hirtentäschel. Die Pflanze erscheint erstmal ein bisschen unscheinbar. Es ist eine sehr zarte Pflanze, die ist zwar jetzt hier recht hoch gewachsen, wie ihr das hier so schön sehen könnt. Und charakteristisch sind eben hier auch so kleine weiße Blüten. Die Blätter des Hirtentäschel befinden sich unten am Boden. Da schauen wir gleich mal hin. Hier sind die Blätter des Hirtentäschel. Die sehen ein bisschen aus wie Rucola-Blätter. Ich esse meistens den oberen Teil des Hirtentäschel. Es schmeckt nussig bis kresseartig. Hier seht ihr auch noch die Rucola-ähnlichen Blätter des Hirtentäschel befinden sich nicht nur am Boden, sondern auch im unteren Bereich des Stängels. Charakteristisch für das Hirtentäschel sind auch diese dreieckigen bis herzförmigen Schoten unterhalb der Blüte. Das hier ist ein Kirschbaum, ein Süßkirschbaum, und von diesem Baum können die Blätter im Frühjahr auch gegessen werden. Also wenn ihr in eurem Garten einen Kirschbaum stehen habt oder wisst, wo Kirschbäume stehen, dann könnt ihr diese Blätter auch essen. Dafür eignen sich am besten kleine, junge, zarte und unversehrte Blätter. Ihr seht hier weiter oben, gibt es auch schon ein paar beschädigte Blätter. Hier seht ihr das Klettlappkraut. Das Klettlappkraut hat schmale Blätter, die wie Quirle von den Stängeln abstehen. Ich glaube, das kann man hier auch ganz gut erkennen.
Der Stängel ist vierkantig. Die Blätter sind leicht behaart und haben eine klebrige Eigenschaft. Aufgrund der klebrigen Eigenschaften der Blätter esse ich nur sehr wenig pur von dieser Wildpflanze. Wenn, dann sammle ich mir mal ein paar Stängel und entsafte sie mit für einen grünen Wildkräutersaft. Hier wächst auch eine Wildpflanze, die wir für unsere Ernährung verwenden können. Ihr werdet euch jetzt fragen, welche Wildpflanze meint sie denn genau? Hier wächst doch nur Gras. Genau diese Wildpflanze meine ich. Wiesengras, Süßgras, ist auch für unsere Ernährung verwendbar, allerdings am besten frisch gepresst als grüner Saft. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es auch schon ein Video zum Wiesengras, das verlinke ich euch oben in den Infokarten. Natürlich habe ich auch das Wiesengras in meinem E-Book Gesund Grün Essen ausführlicher beschrieben. Hier seht ihr das kriechende Fingerkraut. Die Blätter sind fünfzählig gefingert und am Rand gezähnt. Das kriechende Fingerkraut ist lang gestielt und schmeckt eher mild. Das ist Sauerampfer. Ich glaube, das ist das erste Wildkraut, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Mittlerweile auch bestimmt schon 30, 35 Jahre her. Charakteristisch für die Sauerampferblätter ist, dass die Fortsätze des Blattes, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so erkennen kann, nach unten gerichtet sind und spitz zulaufen. Die Blätter des Sauerampfers sind lang. Am Blattansatz befindet sich ein Häutchen, das den Stängel umgibt. Wie der Name Sauerampfer schon sagt, schmeckt diese Wildpflanze säuerlich. Das sind Blätter vom Weißdorn. Auch die können im Frühjahr gegessen werden. Die Blätter sind eiförmig mit Ausbuchtungen und diese können 3 bis 7 bis 9 lappig sein. Hier könnt ihr auch die noch geschlossenen Blüten des Weißdorns sehen. Am besten sich die Blätterform einprägen und dann in der Natur schauen, ob ihr Weißdorn findet. Und dann einfach mal die Blätter probieren. Das ist spitzwegerig. Charakteristisch für diese Wildpflanze sind die spitz zulaufenden Blätter. Die wachsen stiellos direkt aus dem Boden nach oben. Kennzeichen für den Spitzwegerich sind auch die Blattadern, die starken Blattadern, die durch das Blatt laufen. Der Spitzwegerich schmeckt champignonartig, leicht würzig. Hier seht ihr ein Exemplar der weißen Taubnessel, erkennbar an den weißen Blüten, die auch essbar sind. Hier seht ihr 2 Exemplare des Waldziehs. Er blüht noch nicht, aber die geschlossene Blüte ist schon zu sehen. Und große Blätter, die recht flauschig sind. Die Blätter sind herzförmig und am Ende spitz zulaufend. Der Rand ist regelmäßig gezahnt. Der Stängel des Waldziehs ist vierkantig und, man kann es auch gut erkennen, behaart. Am Anfang meiner Wildkräuterentdeckerzeit habe ich den Waldziehs oft mit der Taubnessel verwechselt. Aber es gibt doch schon einige Unterschiede. Zum Beispiel sind auch die Blätter größer und generell die Pflanzenform, wenn sie dann vor allem blüht, unterscheidet sich schon von der Taubnessel. Vom Geschmack her ähnelt der Waldziehs der Taubnessel. Er schmeckt pilzartig, aber würziger als die Taubnessel. Hier seht ihr ein paar Exemplare des Wiesenlabkrautes.
Blätter bestehen aus schmalen Teilblättchen, die zu mehreren rund um den vierkantigen Stängel angeordnet sind. Das Wiesenlabkraut schmeckt mild und hat im Gegensatz zum Klettlabkraut keine klebrigen Eigenschaften. Das fühlt sich glatt an. Und zum Stängel kann ich noch sagen, der ist vierkantig. Das war essbare Wildkräuter und Baumblätter im Frühjahr Teil 2. Ich hoffe, ihr konntet euch wieder einige Inspirationen daraus mitnehmen. Hinterlasst mir gern euer Feedback zu diesem Video, zu verschiedenen Wildkräutern unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Eure Silke.